Servus Leute, zurück zu Let's Play The Lord of the Rings Living Card Game. Willkommen in Mittelerde, heißt es hier. Ja, der deutsche Patch ist jetzt draußen. Heißt, einige Sachen sind jetzt auf Deutsch, wie die Karten und so. Und auch so Namen wie Schatzkameh. Das ist so eine Abart von Kamehameha, ist die Schatzkameh. Und ja, wir wollen jetzt direkt des Schattens langer Arm Mission Nummer 3 machen, nachdem wir beim letzten Mal ja hier wunderbare Punkte kassiert haben. Übrigens, als ich das nochmal genauso gemacht habe, da habe ich wieder volle Punkte bekommen. Vielleicht haben sie es gepatcht. Egal, als nächstes sollen neue Karten dazukommen, einige. Mal schauen, was da so raussprudelt und so. Ich frage mich, wann das aufgedeckt wird, was Saurons Deck ist. Vielleicht am Ende dieser Mission. Dann sieht man direkt, was Sauron spielt. Eigentlich sollte es sich immer nach und nach aufdecken, sobald man eine Karte sieht, oder? Das wäre viel cooler. Na gut, auf der Spur. Du findest eine erbärmliche Kreatur, die behauptet, Bilbo finden zu können. Aber bist du sicher, dass du diesem elenden Wesen trauen kannst? Blind, ich habe keine Ahnung, was uns in dieser Mission erwartet. Eine Herausforderung natürlich. Die Texte, gesprochen, sind immer noch auf Englisch und bleiben es auch so. Habe ich ja schon zu Beginn mal gesagt. After defeating a colony of Mirkwood spiders, you discover that the eight-legged abominations had been gathering slaves for a host of orcs. You believe Bilbo Baggins was taken south alongside other prisoners. Before deciding on your next course of action, you capture an unpleasant creature lurking about your camp. To your surprise, the creature appears to know the name Baggins. The creature already looks beaten and bruised, so you attempt to use kindness to extract information. However, after being fed both food and gentle words, the nasty thing remains thoroughly unhelpful. Before dawn, a more pressing problem arises. As dull grey seeps into the black edges of night, flying dark shapes begin to swoop under the branches above you. They rapidly multiply, and before long, it's as if you've been caught inside a black whirlwind. Was? Da kommen jetzt Fledermäuse oder wie? I can walk this path, but others have not this skill. Sauron's Krähen. I am Aragorn, son of Arathorn. A gift I will give you. Okay, wie ihr sehen könnt, die Karten sind jetzt auch auf Deutsch. Smergol. Von mir aus können wir es auch noch Gollum nennen. Ja, ich muss ihn überzeugen. Gut, gut. Du bist ein bisschen teuer. Sonst kann ich mal die Karten behalten. Ja. Okay, wir müssen erst die Krähen loswerden, wie es aussieht. Dass dein Abenteuer beginnt. Überrede die Kreatur dazu, dir bei der Suche nach Bilbo zu helfen. Nein! Ich wollte schon wieder mit rechts draufklicken, um zu sehen, was die kann. Schwarze Fledermäuse kommen ins Spiel. Na toll. Fledermausschwarm. Na gut, dann killen wir erst die. Ja, du hast Sauron Held einen zusätzlich. Ende der Runde, du musst sterben. Was gibt... Doch, das kann ich sehen. Suche nach Vorräten. Stell bei jedem Charakter 2 wieder her, reduziere dann jeden Charakter auf... Das ist nicht gut. Wirkt sich nicht auf Smergol aus? Moment, kriege ich auf Smergol? Jeder Gegner verliert in diesem Abenteuer 2. Das hört sich brutal gut an. Na gut. A red sun rises. Dann kümmern wir uns so erstmal um die Flattermänner hier. Ja. Schauen wir einfach mal, was für schwarze Fledermäuse kommen. Ah, die kommen dann. Ja, es sollten nicht so viele kommen, das ist richtig. Vorwarnung. Vielleicht spielt er irgendwas Brutales. Noch hat er nichts gespielt. Spiele ich dich aus. You need not worry about anything for the present. Schützen. Lästig. Aber können wir kontern? Gut, das können wir jetzt nicht kontern. Na gut, dann gönne ich mir lieber Schicksalskraft. Da kommt noch so ein Viech. Das kostet bloß 1, das ist ja fies. Das kostet nur 1. Das ist eklig gewesen. Das wollen wir normalerweise vermeiden.
Okay, ich muss als erstes... Ich bräuchte so ein Massenremoval. So, das gibt's aber leider in dem Spiel nicht so. Zumindest wüsste ich nicht davon. Charakter heilen. Und ich brauche Verbündete. Oh ja, ich brauche Verbündete. Zum Beispiel Airboss Wachen. Die sind gut. Dann gehe ich Verteidigung und dann geht es. Okay, du hast angegriffen. Gutes. Dann machst du Verteidigung. Mit Block ist das Ziel zu verziehen. Ja, das habe ich erwartet. Das. Eigentlich brauche ich Karten. Ich brauche mehr Verbündete. Die sind zwar zu teuer, aber im nächsten Spiel kann ich sie dann nutzen. Und ich kann mit Aragorn dann wenigstens zweimal angreifen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, dann gebe ich, gönne ich's, na, wobei, erstmal gönne ich mir extra Bauer und dann mehr. Ich möchte das da, weil dann sind ja, oh, die ist neu. Hummerhörner. Eine Hummerhorn kommt ins Spiel. Die muss also sterben. Lese ich das richtig? So, jetzt machen wir erstmal alle schwach. Alles klar. Wir gönnen uns wieder Schicksalskraft. Weil das sind ganz nützliche Schicksalskräfte. Also die sind schon da. So, du sollst es aber nochmal angreifen, ehrlich gesagt. Nehme ich den da. Ich möchte nicht weiter die Bedrohung steigern. Ich werde nicht 100% schaffen. Dafür kenne ich einfach diese Mission nicht gut genug. Und wie ich auch feststelle, entweder hat er 4 Angriff standardmäßig oder es hat sich nur ausgewirkt auf die, die da sind. Schade. Hm, du hast schon ordentlich Leben verloren. So, jetzt kann ich wenigstens mal ein paar Kreaturen. My axe swings too. Oh, der hat eine neue Fähigkeit. Heimlich. Ah, das Stealth von Hearthstone wahrscheinlich. Auffrischung. Ah, das ist blöde. Die ganzen Namen kommen mir nicht bekannt vor. Find, brauchen wir nicht zwingend. Wir machen das da. Weil die können ja gerade nichts. Kann ich getrost ignorieren. Eigentlich kann man auf 7 sprinten und dann einfach auf ihn dann drauf gehen. Alle Energie auf ihn verwenden. Ich gönne mir Schicksalskraft. Was war hier nochmal? Jeder Charakter plus 1. Wirkt sich nicht aufs Mergol aus. Gut, vielleicht sollte man erst das spielen und dann das? Vielleicht in Kombination. Auf 12 rushen und dann geht's ab. Jeder Charakter kriegt plus 1. Das wäre nicht von Vorteil. Erebor! Kann ich den angreifen? Nee. Will ich das da? Jeden Charakter auf 1. Ist es dauerhaft? I serve no man. We'll not be taking Boris a prize. A red sun rises. Sauron hat schon gepasst, oder? Gönn ich mir. Ich hoffe, das ist nicht dauerhaft. Aber ich befürchte, es ist dauerhaft. Und ich habe eigentlich auch gehofft, dass die prinzipiell auf 1 hochgesetzt werden. Ach, schade. Also haben wir uns sehr geschwächt eigentlich in Sachen Schicksalskraft. Sehr geschwächt. Ah, okay. Das wird wieder hochgesetzt. Gut. Na, dann ist es in Ordnung. Dann ist vollkommen in Ordnung. Das war ein schöner Buff an alle. Ah, das ist das. Das bedeutet das. Gut zu wissen. Den loswerden. Bei wem Leben wiederherstellen? Bei ihm? Okay, schön. Du solltest auch defenden auf Dauer. Was macht?
Auffrischung ist wahrscheinlich am Anfang des Zuges oder sowas. Gut, von dir kann ich auch nichts anderes als Schicksalskraft erwarten. Oh, okay. Na gut, dann ist der Zug schnell wieder zu Ende. Was war das nochmal? Jeder Charakter hält extra Damage. Okay. Den Typi, kann ich den jetzt vernichten? Ja. Übrigens, zeitweise war hier so eingestellt, dass jeden Zug pausenlos Achievements gespammt wurden. Das war lästig. Ich befürchte zwar, Smeargol wird sich uns bald anschließen, aber dann ist es halt so. Mehr will ich gerade nicht tun. Ich könnte die zwar töten, aber es bringt mir nichts, im Gegenteil. Genauso bei der. Will ich nicht töten, bringt mir nichts. Mist. Lästig. Dann mach lieber denen einen Schaden. Du heilst wieder von ihm was. Dann gebe ich ihr die Selbsterhaltung. Das ist eine gute Sache, Selbsterhaltung. Wird sie selbst wieder geheilt. Oh, noch eine neue Karte. Cool. Zieh eine Karte. Höhe dann kosten dieser Karte höchstens 3. Das ist eine Ankunft. Das hat er also jetzt getriggert, oder wie? Nicht so. Sollte weggehen, genau. Ende der Runde? Nö, bitte nicht. Weg damit. Eine Spinne, eine Viererspinne. Viererspinne ist stark. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie viele Missionen kommen. Also ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt viele Verbündete haben soll oder ob ich Zeitnot habe. Das werden wir alles herausfinden. Vielleicht scheitere ich auch. Aber alles for the science. Leute, for the science. So kann ich wieder alle heilen. Erstmal angreifen. Genau, weil jetzt kann ich alle heilen. Oh ja, er hat keine... Er hat nichts mehr. Dann heile ich mal. Jawohl, so sieht's gut aus. So sieht's sehr gut aus. So, dann würde ich sagen, wir gönnen uns nochmal Schicksalskraft. Ich habe ja keine Ahnung, was uns erwartet. Also von daher, alles reinpumpen und dann... Smeargol, bis da! Wir müssen Platz machen. Kindness and forgiveness, masters. The creature gurgles and prostrates before you. Masters looking for bargains? Orcs go to Hill of Haunted Stones with slaves. Orcs take bargains too, precious. But Smeargol knows trailing woods. Find orcs and bargains. We can follow Smeargol to find bargains. Should you follow the trail of the orc caravan, or will you trust this strange creature, Smeargol? Oh, habe ich die Auswahl? Nee. Das wäre cool gewesen, hätte ich die Auswahl gehabt. Muss ich noch irgendwas machen? Dich vielleicht in den Verteidigungsmodus setzen und dann können wir reisen. Cool wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt aus... Oh, ich habe tatsächlich... Folge der Ork-Karawane. Erhalte bei Tag und bei Nacht. Achso, das ist eine Karte. Oder vertraue es mir. Erhalte es mir. Smeargol, wie ich. Wobei, so stark wird er nicht sein. Der wird wahrscheinlich Schicksalskraft viel haben. So Arwen-mäßig könnte ich mir vorstellen, dass Smeargol ist. You decide trusting Smeargol is worth the risk. If the creature knows a way to get ahead of the caravan, you'll have a significant advantage in rescuing Bilbo from the orcs. As you follow Smeargol through the thick vegetation, the terrain begins to dip. Before long, the air is laced with mist and the soil grows spongy. You're being led into a swamp. Swamps! Yes! Cool, nice swamps! Smeargol explains. With frogs, fishes, and snakes, precious. Tasty. He pauses to crane his neck and sniff the air. Huh, a
Smeagol looks to find Red Spot Masters. Safe way through mist and bogs. Orcs and wagons must go around, you see. No tasty frogs for orcs. Smeagol continues to sniff around the area, looking for some landmark, some sign that he's on the right trail. He suddenly smells something unexpected. The thickets begin to rustle. The air begins to hum, and unkind things emerge. Smeagol hat uns in eine Falle gelockt. Oder auch nicht. Du musst Platz schaffen, wenn ein Verbündeter ersetzt werden soll. Ja gut, ich weiß immer noch nicht, was Smeagol kann. Ich glaube, du bist das schwächste Glied von meinen Kämpfern. Oh, jetzt ist Smeagol. Kann nur Schatz aufsuchen. Folge es mir, wenn er einen Weg durch den Sumpf findet. Smeagol muss überleben. Okay, einer Kreatur einen Schaden zufügen, das kriegen wir hin. You would die before your stroke fell. Eine Kreatur heilen, kriegen wir auch hin. Smeagol hat 007. Ja, okay, 007, wir wissen. A red sun rises. Erstmal den wegmachen. Was ist das? Muss man deinen Weg finden. Ende Runde, wende einen Fortschritt an. Aha. Gönnen wir uns doch mal. Wahrscheinlich wird die dann sterben. Oh, schade, die greifen Smeagol an. Okay, dann wirkt sich nicht aufs Smeagol aus. Dann buffen wir mal alle von uns. Gut, dann können wir ein bisschen töten. Mit der aktuell niedrigsten. Okay. I serve no man. Ihr habt noch was? Ja, look out! Ja. Von Sauron. Eigentlich könnte ich das schon direkt machen. In der Runde. Was ist, wenn ich... Ah, ich muss erst die Kreaturen vernichten, wie es aussieht. Smeagol. Und dann machen wir das so, dann wirst du gebufft, hast du 4 Damage. Four Riven down! Du kannst drücken. Und Smeagol, ich will gar nicht deinen Effekt machen, wobei wir sollten einmal den Effekt machen. Ja. Einfach, damit wir es wissen. Okay. Solange es mir aus Macht verwendet wird. Also jetzt ist es schlecht. Kann ich Smeagol vernichten? Das wäre schön. Rundschild. Wem gebe ich Rundschild? Und dann nutze ich auch noch meine letzte Ressource, um hier am besten nochmal ein paar extra Schicksalspoints zu generieren für die nächste Mission. Oh, wartet. Ach so. Ich muss 3 Runden lang warten. Ach so, ja, das ist natürlich garstig. Ja, dann müssen wir mal warten. Ne? Mädels and elf friends. Verwarnung. Kann ich ihn angreifen jetzt? Oh ja, geil. Da ich sowieso nicht viel zu tun habe. Gönne ich mir 12 Schicksalspoints. Ja, das ist ja easy bisher. Okay, dann mach ich ihn weg. Und dann warten wir wieder eine Runde ab. Prinzipiell. Ja. Oh, da wird irgendwas Schlechtes passieren, weil ich habe viel zu gutes Board. Und das hatten wir noch nach dieser Mission. Jeder Feind erhält. Das ist egal. Dunkle Magie ist total egal. Wen heilen wir ein bisschen? Ja, die heilen wir ein bisschen. Ein bisschen. So, mein Freund Sauron, du darfst machen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich machen könnte. Ich könnte das machen. Ach, du Schande. Ja gut, das kann jetzt ein bisschen dauern, würde ich behaupten.
Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe schon volle Schicksalskraft. Ich habe... Kann ich irgendwas... Nee. Kann nichts spielen. Ich kann dir auch Defense geben. Holy moly, das ist ein großes Viech. You would die before your stroke fell. Tötet sich selbst. Das ist angenehm. So, er hat noch zwei zur Verfügung. Dann machen wir dir noch eine Defense rein. Okay, das ist gut. Das ist weg. Es gibt extra Points. Eine Bedrohung weniger, das ist immer extra Points. Die Schlange machen wir auch. Gut, Sauron passes. Und wir haben gewonnen. Neue Runde. Jetzt können wir risen. Aber erst heilen. Oh, 8 Ressourcen. Ja, ich könnte viele Ressourcen ausgeben, aber ich habe nichts. Ich kann nichts ziehen. Also weiter. Führ uns durch den Sumpf. 44 schon. Eieieiei. Kommt jetzt die letzte Begegnung oder haben wir noch eine vierte? For hours you wade along precarious and narrow strips of land. Soft ground sucking at your boots, while Smeagol encourages you onwards. You glimpse a tall shape above the fog some distance ahead. Could this be Smeagol's Hill of Haunted Stones? No, no, precious. Not cold here. Not black stones. Not Smeagol's. He croaks, bobbing his head at your foolishness. Haunted Hill? Further south. Smeagol, not go there! He sniffs around the edges of a nearby pool, adding, Old tower of tall men, that is. Rotten and broken. Oxes and wagons and baggins rest there tonight. Without warning, he darts headfirst into the pool with a splash, emerging with a wriggling carp between his teeth. He slithers back to dry land and begins to eat it with glee. Suddenly, the water explodes and a giant serpent rises from the pool, its forked tongue undulating in anticipation. A half-eaten fish is thrown aside in panic. Ach du Schande. Das ist noch nicht die letzte Begegnung? Jetzt gegen eine Riesenschlange? Oh, gegen mehrere. Die Sumpfnatte. Das bist du wahrscheinlich. Sumpfnatte. Block und standhaft. Der Hieserheld wird während der nächsten Aufrufe nicht spielbereit gemacht. Ein Held. Oh, nö. Oh, schade. Ich muss nur die Sumpfnatte besiegen. You would die before your stroke fell. Ah, ja, die hat er blocken. Shit. Ah, wir haben aber auch eine neue Schicksalskraft in dieser Mission. Ne? Verliert Block. Jawohl. Weg mit Block. Halt, du hast Block verloren. Warum steht da Block? Frech. Schiebung. Moment. Habe ich eine Kreatur verloren? Und das nicht mal 7? Ich habe 2 Defender. Ich könnte noch einen Defender spielen, aber ich könnte auch viel ausgeben. Wenn der schon teuer ist. Not on my watch. So, Drang-Aktion. Deswegen darf ich gleich nochmal ran. He cannot stand alone. Kümmern wir uns um die Sumpfnatte. Andererseits, wir sollten die kleinen Viecher... Die machen Damage. Okay, das ist in Ordnung. Dann mache ich den kaputt. Oh, die haben auch Block. Nee, ne? Achso, die haben bloß 3 Leben, deswegen habe ich bloß 3 Schaden gemacht. Ah, die hat standhaft. Was ist standhaft? Weil scheinbar kann die noch weiter angreifen, wie es aussieht. Will ich angreifen? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was in der nächsten Mission. Don't stand there, Slavering! Get your rabble together! Moment, wer bist du? Rachebesieger, den nicht einzigartigen Verbündeten. Shit. He cannot stand alone. Der wird einen killen von meinen! Und weg ist er. Puff. Ah, das ist eklig.
Sehr eklig. Weil wir sind schon ziemlich weit oben. Das kann ich eigentlich hinten nochmal gebrauchen. So, dann machen wir den weg. Der kriegt dann einen Schaden in der nächsten Runde und gut ist. Ich könnte alle heilen. Ist aber, glaube ich, gerade nicht notwendig. So. Was anderes kann ich aber auch nicht machen. Na gut. Ach du Schande. Lege zwei des Spielers ab. Hätte ich sie doch mal geheilt. A red sun rises. Das ist eine heftige Mission, glaube ich. Ob ich das noch schaffe? Ich habe keine Möglichkeiten hier. Dem seine Hässl. Der hat wieder Block. Farewell. Der hat wieder Block. Das ist frech. I serve no man. Ich dachte, die hat Block verloren durch die eine Fähigkeit. Schade, die Karte muss weg. Oh, der macht nichts. Sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt abhauen. Es wird spät, während du aus dem Sumpf herauskriechst. Langsam erklimmst du einen dornbewachsenen Hang, der von den Marschen unter dir zum Fuß des Turmes führt, den du zuvor spät hast. Du vermutest, dass er einst ein Wachturm war. Nun ist er verfallen und sein Stein mit üblen Runen bedeckt. Wir bereiten uns für die nächste Mission vor, indem wir noch eine Kreatur spielen. Und Kraft sammeln. Wobei, wer nehme ich die Kraft eigentlich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Egal, wir werden es herausfinden. Ich hätte noch da was. Gut, egal. So, jetzt hoffentlich letzte Begegnung, weil sonst wird es ein bisschen knapp. As darkness thickens, orange light from orc fires bathe the dilapidated walls of the ruined tower. Your spirits sink as you witness the last prisoners, no longer wrapped in cocoons, marched into the stronghold. Orcs and goblins seem to be everywhere. How will you get to Bilbo? And if you do, how will you get away? You decide to chance entering the tower through a small door in the tower's eastern side. As you quietly approach, the door snaps open and a group of armed orcs emerge. The last of them brandishes a large key with which it proceeds to lock the door. As the door locks with a dull clunk, the orcs make to start their patrol. Alles klar, ist das die letzte? Oh, stiehl den Schlüssel oder besiege Gegner, um ihn gewaltsam zu beschaffen. Oh, das ist nicht die letzte Mission. Wir geben mit heimlich zwei Schaden zu. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ich hatte keine Chance. Smeargol hat mich auf den tödlichen Weg geführt. Das hat viel zu lange gedauert. Dadurch ist die Bedrohung oder ich glaube, seine Fähigkeit. Vielleicht ist seine Fähigkeit falsch übersetzt. Erhalte in jeder Runde, solange Smeargols Macht verwendet wird. Wahrscheinlich fehlt ein Nicht. Irgendwie kam es mir vor, als würde es sehr schnell hochgehen. Naja. Ja, das haben wir verloren. Da kann ich immer viel machen. Ich habe 1, 2, 5. Das geht zweimal. Naja. Das Einzige, was ich jetzt gerade machen kann, ist all in gehen und da drauf. Den Schlüssel klauen. Prinzipiell. Halt, was habe ich hier? Jeder Charakter hält heimlich. Das brauche ich nicht wirklich. Rivendell! Ein Warg. I serve no man. Vielleicht hätte ich das auch viel früher machen sollen. Also viel mehr rushen. I serve no man. Um eine Gefahr auszulösen. Eisen.
geschafft, aber Game Over. Wir haben Saurons gesamte Aufmerksamkeit auf mich gezogen, womit meine Reise tragisches Ende nimmt. Das Auge Saurons ist über mir. Schade. Also Quest nicht geschafft. Bitte. Gut, dann werden wir das nächste Mal einfach den anderen Weg gehen. Mal schauen, ob der erfolgreicher ist. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.